nehmen wir mal an, Herr Wegner spricht mit Frau Jarasch, mit den Grünen oder mit der SPD, ist egal. Also worauf? Jeder muss doch jetzt auf essentielle Bestandteile seines Programms verzichten. Also, wenn ich Sie so richtig verstehe. In der Tat ist meine Meinung, dass Deutschland deswegen sehr erfolgreich war in den letzten 70 Jahren, weil es uns immer wieder gelungen ist, Kompromisse zu schließen, kluge Kompromisse. Die brauchen eine gewisse Zeit. Und es hat sogar seinen politischen Sinn, dass sie ein bisschen Zeit haben, weil das Publikum draußen versteht, wie der Kompromiss zustande gekommen ist und welche Diskussionen. Das führt auch zur Konsensbildung, dass man nicht einfach irgendwie so ein Hinterzimmer-Deal und nach 3 Stunden kommt man da raus. Ist das auch in der Tarifautonomie so? Also eigentlich, die einen fordern 10%, die anderen bieten 2. Der logische Kompromiss ist bei 6, das haben wir in 5 Minuten. Aber es ist ja mathematisch auch wirklich nicht kompliziert. Trotzdem dauert es Monate zum Teil, bis man sich auf eine Zahl geeinigt hat. Und das ist konsensbildend. Weil sich dann keine Seite es leicht gemacht hat und man dann akzeptiert und sagt, oh Gott sei Dank gibt es irgendwie irgendeine Einigung. Also wichtig ist, dass man sich einigen kann, aber bestimmte Dinge, wo man eben, wie Sie zu Recht sagen, und das gilt natürlich auch für die CDU, das gilt ja nicht nur für die anderen, wo man sagt, wir müssen jetzt Positionen räumen, das wird seine Zeit brauchen, das wird nicht ganz schnell gehen.